Hey Leute, was geht ab, euch und willkommen hier zur nächsten Folge der Bundesliga Wow to Glory hier in FIFA 18. Mauber, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute werden wir natürlich auch beim Wow to Glory Account das Karnevals-Event spielen, Leute. Karneval-Event ist rausgekommen, ist erschienen und ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung. Also ich habe zum Karneval-Event nochmal heute Vormittag schon ein Video gemacht. Des Weiteren werde ich eventuell, wenn ihr eine Ankündigung seht hier auf meinem Kanal, streamen. Und wenn ihr keine Ankündigung seht, ich weiß es nämlich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, wird es halt um 20 Uhr eine ganz normale FIFA 18 Mobile-Folge geben. Also Stream oder eine Folge um 20 Uhr. Weil die 20 Uhr, Leute, wisst ihr ja, ist die Packs Trader FIFA Mobile-Zeit. Bam! Auf jeden Fall hier mein aktuelles Team. Für diejenigen, die jetzt nicht im Stream dabei gewesen sind oder wie auch immer, hier mit Batshuayi in Form als Elite-Spieler haben wir schon, Füllkrug in Form, Meier haben wir, Jonas Hector Elite-Spieler, Kingsley Coman, Bailey, Friedl haben wir trainiert zum Goldspieler, Langer will ich eigentlich auch noch austauschen, Torunariga, Baumgartel und Pavard. Das ist erstmal unser aktuelles Team, damit bin ich erstmal, ja, zufrieden. Aber wir werden es natürlich noch im Verlaufe der Road to Glory definitiv noch ändern, verbessern, alles mögliche. War ich hier beim Februar-Boni schon? Okay, habe ich schon gemacht, alles klar. Karneval müsste ich aber spielen. Und Team der Woche. Das darf ich auch nicht vergessen. Vielleicht gibt es ja nächste Woche wieder einen schönen Bundesliga-Team der Woche-Spieler. Und dann habe ich hier schon mal ein paar Punkte für den nächsten Spieler. Vielleicht gibt es ja nächste Woche irgendeinen Verteidiger. Einen Goldverteidiger oder so. Deswegen müssen wir erstmal hier auch das Team der Woche-Event zocken. Aber ich würde sagen, nur das Event. Und gegen das ganze komplette Team der Woche spiele ich dann privat. Ich zocke auch ein bisschen privat bei der Wow to Glory, sodass wir auch ein bisschen vorankommen und nicht nur in den Folgen, sondern auch in den Streams. Habe ich ja Wow to Glory gespielt gestern im Stream, Leute. Habe ich einfach 5 Stunden FIFA Mobile gestreamt. Einfach zu krass, oder? So lange. Ich denke mal, vielleicht mache ich das jetzt öfters. Also Freitag kann ich vielleicht immer so, okay, jetzt nicht immer so lange, aber vielleicht immer so 2-3 Stunden FIFA Mobile freitags. Mal gucken. Habe ich auf jeden Fall Lust drauf. Wenn ihr auch Lust habt, schreibt es unten in die Kommentare. So, 1000 Münzen, 50 Punkte. Gegen das Team der Woche spiele ich auf jeden Fall nach Herlen auf jeden Fall noch. So, Karneval, Leute. Karneval ist am Start. Feliz Karneval. Bla, bla, bla. Ich weiß, wie das geht. Ja, ja. Alles auch in Englisch. Und ist auch ein bisschen doof gemacht von EA. Weil es spielen ja nicht nur Engländer die App. Es gibt auch Deutsche, die zum Beispiel kein Englisch können. Und die ganzen anderen Events sind ja in Deutsch. Also, keine Ahnung, wieso dieses Event jetzt hier in Englisch ist. Egal, auf jeden Fall hat man hier die Masken, Brasilien, Deutschland, Spanien und Globale. Und man kann ja halt hier alle 12 Stunden ein Event spielen. So, Skillspiel 1 und die anderen kann man leider nicht spielen. Die muss man sich erst freischalten. Und dafür muss man bei Parade halt schon etwas weit kommen. Man kann sich natürlich auch hier für 55 alle Events freischalten lassen. Mache ich aber auf dem Road to Glory Account nicht. Hier werde ich einfach nur so immer die Karnevals-Events spielen, alle 12 Stunden. Ob ich denn da irgendwie weit komme, kann ich nicht beantworten. Ich hoffe, dass ich da wenigstens einen Karnevalspieler bekomme. Zumindest den ersten, den Gerson oder den Brasilianer da. Batshuayi, Leute, ihr seht es, der Typ geht ab. Michi Batshuayi, bester Mann. Ein Glück gab es den diese Woche. Ich habe perfekt quasi mit der Road to Glory angefangen, dass ich den jetzt hier schon holen konnte. Also ich finde auch Batshuayi besser als Füllkrug, weil Füllkrug ist irgendwie so, ich muss sagen, unbeweglich finde ich den. Ich denke mal, Fülle werden wir irgendwann noch verbessern, aber erstmal bleibt er da vorne im Sturm. Ich kann das ganze Event ja noch ganz oft spielen, weil erstens bekomme ich dann Konfetti. Und mit diesen Konfetti-Punkten kann ich im Shop beispielsweise entweder einen Spieler holen. Also dafür braucht man ganz viel Konfetti, 300 Konfetti-Punkte oder so. Und man bekommt durch einmal wiederholen 1 bis 5 Konfetti-Punkte. Also könnt ihr ausrechnen, wie oft man das Event spielen muss, um da einen Spieler abzuholen. Ich sag mal, ich glaube Deutschland-Spieler, Deutschland-Maskenspieler hat 250 Konfetti-Punkte gekostet. Und wenn es ganz blöd läuft und ihr bei jeder Wiederholung nur einen Konfetti-Punkt bekommt, müsst ihr 250 Mal das Konfetti-Event spielen. Das Skillspiel meine ich. Und um die Konfetti-Punkte zu bekommen, also wenn es ganz, ganz blöd läuft. Zack hier. Sehr schön. Ich denke mal, Versus Angriff werden wir auch nochmal heute reinballern, weil es ist immer so schön, ne, in Amateur zu zocken, ja. Und Batshuayi, vierte Maske. Mal gucken, vielleicht kriegen wir auch eine zerbrochene Maske. Und mit den zerbrochenen Masken kann man sich wiederum im Shop
richtige Masken holen. Aber das habe ich ja alles erklärt heute im Karnevalsvideo. Ich verlinke euch das Karnevalsvideo mal unten in der Videobeschreibung. Brasilienmaske, jawohl. Das heißt, wir kriegen 100.000 Münzen. Und 100.000 Münzen sind Gold wert für. Und 5 Konfettipunkte. 100.000 Münzen sind einfach Gold wert für die Road to Glory. Das heißt, wir können gleich mal wieder schön Spieler trainieren. Also ich habe jetzt zweimal wiederholt, habe 7 Konfettipunkte. Geht eigentlich klar. So, dann kann man hier oben noch auf Parade gehen. Also man kann das Karnevals-Event ein bisschen mit das Team of the Year-Event vergleichen, finde ich. Und einfach zu geil ist hier, Leute. Hier hinten, ganz hinten. Ich weiß nicht, ob ich das mit meinem Hauptaccount hinkriege, Augustin. Wird schwer, sage ich. Das wird ganz, ganz schwer. Aber ich würde den so gerne im Team haben, ne? Dafür würde ich auch meinen Lewandowski ersetzen. Weil schaut euch mal diese Karte an. So geile Stats. 103 Tempo hat der Kollege. Heftig, Mann. Dann noch eine schöne... Das Design ist auch einfach nice. Das Augustin Karnevals-Design. Aber unser Ziel für die World, glaube ich, ist es auf jeden Fall hier diesen Gerson zu bekommen. Mal gucken, ob wir das schaffen. Dafür bräuchten wir 1, 2, 3, 4, 5. Wir brauchen 8 Brasilienmasken. Das ist auf jeden Fall eigentlich machbar. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Komm, Füllkrug, Füllkrug. Nein, ich muss da wieder ein bisschen mehr abwarten, sonst. Ja, la 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 la. Jetzt muss ich schießen. Komm, Fülle, 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 Fülle. Ich warte mal wieder ein bisschen ab. Nicht, dass ich hier wieder verkacke. Will ich ja nicht. Dann ist der Brasilien-Punkt weg. Also die Brasilien-Maske ist dann weg. Und das wollen wir ja alle nicht, ne? Nein, was mache ich denn? Wie schieße ich den Freistoß denn? Oh nein, der ist auch wieder. Oh, den schieße ich gegen die Mauer. So, jetzt warte ich nochmal ab. Ich warte ab. Und jetzt schieße ich. Füllkrug. Alter, das gibt's doch nicht. Ich schieße schon wieder gegen die Mauer. Jetzt mache ich's mal so. Komm, Fülle. Ja, der geht rein. Eben habe ich schon ein bisschen das Puls hochgegangen, ne? Als ich hier schon wieder verkackt hatte. Nicht, dass ich den Brasilien-Punkt da wegschmeiße einfach. Weil ich will natürlich die 100.000 Münzen haben. Vielleicht haben wir auch das Glück und ziehen einen Spieler. 100.000 Münzen und 5 Konfetti-Punkte. Leider kein Spieler gezogen. Weil hier hat man auch immer die Möglichkeit, diesen Marlon Santos, Danilo und Douglas Luiz zu ziehen. Und die gehen auf jeden Fall auch für mindestens 300, 400, 500.000 Münzen weg. Aber ich habe jetzt 104.000 Münzen, Leute. Und ihr wisst, was ich damit machen kann. Erstmal haue ich die Skillboosts rein. Weil ich dadurch dann nochmal im Level steige. Hier Bewusstsein. Jonas Hector, 82er Bewertung. Jonas Hector ist unser stärkster Spieler im Team. In der Road to Glory. Ein Skillboost noch und dann kann ich jetzt hier schon... was ist das jetzt hier? Gefällt dir FIFA Mobile? Ne, möchte ich jetzt nicht bewerten. So, 25 Ausdauer bekommen wir nochmal. Dann Torhüter hechten auch nochmal reinhauen. Kostet ja nur 3000 Münzen. Und ich denke mal, entweder trainiere ich Friedel oder ich trainiere... ich weiß noch nicht. Ich guck's mir gleich mal an. So, Level 10 sind wir jetzt mittlerweile. Ich trainiere... Komm, ich trainiere Kingsley Coman zum Elite-Spieler. Wenn ich das hier hinbekomme. Bekomme ich hin, mache ich auch. Komm. Kingsley Coman, Elite-Spieler. Das ist natürlich nice. 80er Bewertung. Er hat 97 Tempo. Sehr gut. Wir haben jetzt noch 38.000 Münzen. Damit können wir Marco Friedel hier nochmal trainieren. So. 72, 76er Gesamtbewertung. Können wir vielleicht noch Bailey trainieren? 41.000, nee, kann ich nicht. Pavard, Torunariga. Jawohl, zweimal. Das ist natürlich nice. Und jetzt kann ich euch zeigen, was man mit den Karnevalspunkten machen kann, mit den Konfetti-Punkten. Nämlich hier. Konfetti-Punkte. Kann ich mir Münzen holen. Und kann mir einen Karnevalspieler holen. Aber erst... wenn ich die Region freigeschaltet habe. Also Münzen könnte ich mir holen für 50. Ich habe jetzt 12 Konfetti-Punkte. Masken kann man sich auch kaufen für 5000 Münzen. Das kann ich wahrscheinlich nicht auf dem World of Glory-Account leisten. Auf jeden Fall machen wir jetzt hier noch ein Versus-Angriffsspielchen.
Erreiche Level 10. Wie viel Münzen? 2000 gerade mal, okay. Hier, versus Angriff, 46.000 Fans haben wieder. Ein Spielchen geht auf jeden Fall noch. Und wie gesagt, entweder gibt es heute Abend um 20 Uhr noch eine Folge oder einen Stream. Also der Stream dann vorher, 19.30, 19 Uhr, keine Ahnung. Ihr werdet die Ankündigung sehen. Wenn eine Ankündigung da ist, dann werde ich streamen. Wenn nicht, dann gibt es eine Folge um 20 Uhr. Jetzt bin ich erstmal gespannt auf das Gegnerteam hier. Bing, 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 bing. So, das ist unser Team. Der Gegner hat eine 55er Bewertung, ein Starter-Team hier. Okay, das gewinnen wir sowas von locker easy. Sein erstes Spiel hier, okay. Da haben wir ein bisschen Vorteil, ne? Da sind wir ein bisschen im Vorteil hier. Schwache Verbindung, wieso habe ich jetzt eine schwache Verbindung? So, Bailey. Ja, eigentlich haben wir jetzt schon gewonnen, ne? 2-0. Ich denke mal nicht, dass der Gegner hier irgendwie schafft, Tore zu machen. Weil als ich angefangen habe und das erste Spiel gemacht habe, habe ich, glaube ich, auch fast gar kein Tor gemacht. Bats Füllkrug. Also das ist sehr einfach hier gegen diesen Gegner. Haben wir sehr viel Glück gehabt, dass wir jetzt so einen Gegner bekommen. Ich spiele sogar nochmal rüber auf Batshuayi. Also was geil wäre für FIFA 19 Mobile, wenn eine Toranzeige da sein könnte. Also so eine Statistik für jeden Spieler. Wie viele Tore hat Batshuayi gemacht? Oh, jetzt auf meinem Hauptaccount, wie viele Tore hat Messi gemacht? Das wäre auch nochmal nice. Und nein. Aber egal, wir haben schon gewonnen. 6-0. Macht er noch ein Tor, Leute? Das ist die Frage. Ich denke nicht. Ich sag, er macht kein Tor. Vielleicht schaffen wir es ja sogar zweistellig zu gewinnen. Dafür müsste ich jetzt hier das Tor machen. 2 Tore, 10 Sekunden ist möglich. Ja, ich glaube, das schaffen wir. Ein Türchen noch. Jetzt schnell hochspielen. Batshuayi. Michi Batshuayi zum 10-0, Leute. Wir schaffen es sogar zweistellig zu gewinnen hier. Sehr nice, aber ist auch nicht schwer gegen so einen Gegner. Auf jeden Fall würde ich sagen, das war's jetzt hier für die heutige FIFA Mobile Bundesliga World of Glory Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und jetzt lädt das schon wieder hier, also... Ne, doch nicht, wir kommen hier weiter, sehr gut. Was kriegen wir hier nochmal? Amateurpunkte und 250.000 Münzen. Erfolg haben wir auch abgeschlossen. 20.000 Münzen, Leute, wir können nochmal einen Spieler trainieren. Komm, das mache ich jetzt schnell noch, hier quasi als Extra. Als Extra der Folge. Wen denn? Friedel, komm, wir trainieren Friedel. Friedel, Friedel, so, nein, nicht so viel. Eine Bewertung, wenn denn. Oh, das geht nicht, ich habe nur... Oh, ich kann ihn nicht trainieren. Weil ich habe nur Erfahrungspunkte, wo er gleich zweimal verbessert wird. Egal, dann sparen wir uns die Münzen auf, dann gibt es heute doch kein Upgrade mehr, Leute. Das war es jetzt hier von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüssi.